Hallo Kryptobegeisterten, herzlich willkommen bei The Crypto Conqueror. In diesem Video geht es um die Online-Plattform Robotics Online, ein im US-Bundesstaat Delaware registriertes Unternehmen, welches seinen Investoren eine tägliche, nicht garantierte Rendite von, sagen wir, um die 0,4% in Aussicht stellt. Ja, 0,4% ist eine Größenordnung, von der man gemeinhin glauben möchte, dass diese realistisch zu erwirtschaften sei, was uns wiederum zur Annahme bringen könnte, dass es sich bei Robotics Online um ein seriöses Unternehmen handelt. Ob dem so ist, beziehungsweise wie ich das Unternehmen einschätze, erfahrt ihr in diesem Video. Wenn mein Beitrag euch weiterhilft, dann freut mich das. Freuen werde ich mich auf jeden Fall über euren Daumen hoch. Und wenn ihr zukünftig kein Video verpassen möchtet, dann abonniert am besten jetzt gleich meinen Kanal und vor allen Dingen aktiviert die Glocke hier unten rechts. Jetzt beachtet bitte noch die wichtigen Hinweise zum Haftungsausschluss und danach geht's direkt los. Die Informationen in diesem Video dienen ausschließlich zu Schulungszwecken und verstehen sich nicht als Aufforderung zur Investition in das vorgestellte Unternehmen. Dieses Video soll keine persönliche Beratung ersetzen. Ihre Investitionsentscheidungen sollten Sie nur nach eigener Recherche treffen und nicht basierend auf den hier erlangten Informationen. Der Verfasser übernimmt ausdrücklich keine Haftung für etwaige finanzielle Verluste, die durch die Umsetzung der in dieser Präsentation enthaltenen Informationen entstehen. Angaben zu erzielten Erträgen beziehen sich immer auf die Vergangenheit. Zukünftig zu erzielende Erträge können von diesen abweichen. Investitionen auf Online-Plattformen sind mit hohen Risiken verbunden und können zum Totalverlust führen. Investieren Sie daher nur solche Finanzmittel, deren Verlust Ihre Existenz nicht gefährdet. Bitte handeln Sie stets verantwortungsbewusst. Hier meine Themenpunkte in der Übersicht. Ich schaue mir zuerst das Unternehmen an, dann das Anlageangebot, erkläre, wie ich das Unternehmen Robotics Online einschätze und ziehe ein abschließendes Fazit. Ja, was erfahren wir über das Unternehmen? Robotics Online sagt über sich selbst Folgendes. Wir von der Robotics Online LLC haben es uns zur Aufgabe gemacht, ein hochmodernes Investmentportfolio mit überaus lukrativen Renditen für Sie zusammenzustellen, zukunftsweisend und mit den fortschrittlichsten Anlagemethoden. Investieren wir in eine Kombination aus Kryptowährungen, professionellen ICOs, vielversprechenden Startups und hauptsächlich in das Thema Robotics, unsere Kernkompetenz. Die Unternehmensgründung datiert auf den 30.04.2018. Online ging die Plattform wohl am 2.09.2019, läuft also bereits seit rund 2 Jahren und 10 Monaten. Der Webseite von Robotics Online kann man entnehmen, dass es sich um eine Limited Liability Company handelt, registriert im United States Bundesstaat Delaware. Die genaue Adresse lautet 1201 North Orange Street, Suite 7160, Wilmington, Delaware, 19801. Wenn man auf der Seite der zuständigen Registrierungsbehörde, dem Department of State, Division of Corporations, die Registrierungsnummer in die Suchfunktion eingibt, dann erscheint, wie erwartet, das Unternehmen Robotics Online. Klickt man drauf, öffnet sich das folgende Fenster. Wir erkennen, die zur Verfügung gestellten Informationen sind äußerst dürftig und wirklich rauszuholen ist hier nichts, außer eventuell das Gründungsdatum, nämlich der 30.04.2018. So, was erfahren wir über die Personen hinter dem Unternehmen? Ja, hier werden wir mal richtig verwöhnt, denn auf der Website von Robotics Online finden wir nicht nur den Firmengründer und CEO namens Michael Stark, den wir hier, sondern auch weitere Mitarbeiter, wie zum Beispiel Head of IT Mark Ford, dann Kevin Ross, Business Unit Manager of Technology Services, Nicole Meyer, Social Media and Web Communication, Jessica Schwarz, Communication, Justin Fischer, Customer Support und Vanessa Hoffmann ebenfalls Customer Support. Damit komme ich jetzt zum Anlageangebot. Ja, was man bei Robotics Online vergeblich sucht, sind Anlagepläne in der Art, wie man sie von anderen Plattformen kennt oder vielleicht auch gewohnt ist. Stattdessen präsentiert man die Anlageergebnis,
die man seit Beginn, also seit 2019 im Durchschnitt erwirtschaftet hat. Das sollen, wie man hier sieht, 8,5% pro Monat gewesen sein. Zusätzlich wird man mit dieser tagesaktuellen Statistik versorgt. Und was wir hier sehen, ist das Ergebnis der letzten 12 Arbeitstage, Stand 3. Juni. Und das lag laut Robotics Online bei 4,75%. Nun, warum gerade 12 Arbeitstage? Nun, ein Anlagezyklus dauert immer 12 Arbeitstage. Danach wird das eingezahlte Kapital plus die erzielten Erträge frei. Los geht's ab $50. Und die Mindestauszahlungssummen sehen wir hier. Die liegen bei Bitcoin oder beträgt bei Bitcoin $200, bei Litecoin und Ethereum jeweils 25 und bei Perfect Money $5. Auf die $200 bei Bitcoin komme ich gleich noch zurück. Dann gibt es ein Bonussystem, und zwar zum einen den Autopilot-Bonus, der wie folgt funktioniert: Wenn man durch Aktivierung des Autopilot-Button vor Ablauf des 12-Tages-Zyklus auf die Freigabe seines Guthabens verzichtet, wird dieses automatisch reinvestiert und man erhält zum nächsten Ablauf zusätzlich einen Bonus in Höhe von 1% auf die Auszahlungssumme. Das kann man mehrmals wiederholen, wobei sich diese 1% dann aufaddieren. Allerdings ist der Bonus auf 20% begrenzt. Dann gibt es noch den sogenannten Investment Amount Bonus. Der greift ab Einlagen ab 5.000 und einem Dollar. Da gibt es bis $10.000 10% Bonus auf den Ertrag, bis $50 15% und bis $500.000 sind es dann 25%. Dann hält Robotics Online für Erstinvestoren noch ein besonderes Schmankerl parat. Und zwar wird einem unmittelbar nach der Registrierung innerhalb eines sofort beginnenden Investmentplans ein Betrag von $300 leihweise zur Verfügung gestellt. Der Plan läuft 24 Tage. Nach Ablauf werden die $300 wieder ausgebucht. Den Erlös darf man jedoch behalten. Dieser dürfte sich in der Größenordnung knapp unterhalb von $30 bewegen. Die Sache hat jedoch einen Haken. Laut FAQ lagen die Mindestauszahlungssummen wohl zu Beginn bei generell $10. Dass dies mittlerweile geändert wurde, haben wir gesehen. Die hinterlegte Zahlungsmethode bei diesem Angebot lautet auf Bitcoin. Und für Bitcoin wurde die Mindestauszahlungssumme ja auf $200 erhöht. Das bedeutet, man kann sich diesen Betrag nach Ablauf der 24 Tage weder auszahlen lassen noch neu anlegen, da die Mindestinvestitionssumme, wie gesehen, ja $50 beträgt. Um also in den Genuss dieses geschenkten Ertrags zu kommen, muss man eine weitere Einzahlung tätigen, um sein Gesamtguthaben auf $200 aufzustocken. Ja, nichts, was jetzt tragisch wäre, aber ich denke, das sollte im Vorfeld bekannt sein. So, und dann komme ich nun zu meiner Einschätzung: Handelt es sich bei Robotics Online um ein seriöses und vertrauenswürdiges Unternehmen? Ich würde sagen, wart die nächsten Folien ab und entscheidet selbst. Beginnen möchte ich mit den Personen, die hinter dem Unternehmen stehen. Einschließlich des CEO werden uns 7 Personen präsentiert. Erstaunlich ist, dass sich zu keiner dieser Personen im Internet irgendwas finden lässt. Auch nicht in den sozialen Netzwerken, weder bei LinkedIn, Facebook, Xing und so weiter. Überall tote Hose, kein digitaler Fußabdruck ist nachweisbar. Ja, dann zum angeblichen Firmenstandort. Was verbirgt sich hinter der angegebenen Adresse? Das können wir uns hier mal anschauen. Das Gebäude nennt sich One Commerce Center, kann man hier noch ein bisschen erkennen, steht aber auch hier oberhalb der Eingangstüre. Das Gebäude hat, glaube ich, 11 Stockwerke. Da haben mit Sicherheit auch etliche Unternehmen ihren Sitz. Ebenso, das kann man hier nachlesen, das Delaware State Chamber of Commerce, wohl eine Art Handelskammer. Die Frage ist aber, hat auch Robotics Online dort tatsächlich seinen Firmensitz? Die nächsten Folien können zur Beantwortung dieser Frage beitragen. Das Unternehmen First Office ist ein Dienstleister, welcher unter anderem, wir ahnen es schon, virtuelle Büros vermittelt mit dem üblichen Service. Mal hier drauf. Zum Beispiel einen Postservice, einen Telefonservice, wobei wir
hier lesen, coming soon, dass diese eben aktuell noch nicht verfügbar ist, was eventuell erklärt, warum man auf der Website von Robotics Online eine Telefonnummer derzeit vergeblich sucht. Und dann natürlich das Wichtigste, die Adresse, und wie die lautet, kann jeder Interessent im Vorhinein hier nachlesen, nämlich 1201 North Orange Street, Suite 7160, Wilmington, Delaware. Jetzt wissen wir auch, wie Robotics Online zu seiner Adresse gekommen ist. Allerdings, Robotics Online werden wir in diesem Gebäude vergeblich suchen. Wenn man nur diese Adresse bei Google eingibt, stellt man fest, wie viele Unternehmen in der Suite 7160 ihren Firmensitz haben. Ja, ich befürchte, da herrscht mittlerweile ein ganz schönes Gedränge. So, bei diesem Bild und vor allem bei diesem Video handelt es sich um reine Inszenierungen. Ich weiß nicht, ob sich jeder dieses Video angeschaut hat. Man kommt ja von der Webseite hier von Robotics Online über diesen Klick direkt auf den YouTube-Kanal von Robotics Online. Da ist dieses Video auch eingestellt, aber es lässt sich derzeit nicht abspielen. Ja, ich hätte es doch gleich zu Beginn meiner Recherche downloaden sollen. Zunächst schade, denn es ist so typisch für diese Art von Online-Plattformen. Aber ich habe es an anderer Stelle dann doch noch gefunden. In welchem Zusammenhang? Nun, lasst euch mal überraschen. Aber wenn wir jetzt schon mal auf dem YouTube-Kanal von Robotics Online sind, hier wird ja in Sachen Inszenierung durchaus noch einiges geboten. Zum einen präsentieren sich ja die bekannten Gesichter jeweils in einem Kurzvideo. Wie man feststellt, handelt es sich bis auf eine Ausnahme, ich denke hier bei Mark Ford, ausschließlich um deutschstämmige Mitarbeiter. Ja, da frage ich mich, hat man die gezielt in Deutschland angeworben und einfliegen lassen oder hat man in den Stellenausschreibungen vor Ort ganz bewusst nur deutschstämmige Bewerber angesprochen? Ja, weiß gar nicht, ob das nach dem Gleichbehandlungsgesetz überhaupt zulässig wäre. Ja, auffallend ist, dass deren englische Aussprache teilweise grottenschlecht ist und nicht vermuten lässt, dass diese tatsächlich in den USA leben. Ja, dann sieht es für mich so aus, als hätten sich nicht nur die Mitarbeiter, sondern hier auch diese Tutorials exakt vor der gleichen Rückwand positioniert. Der Beitrag dieser jungen Dame hat mich dann etwas verblüfft, deshalb spiele ich ihn kurz ein. Hey, ich bin Nadine. Ich nutze Robotics Online jetzt seit etwa einer Woche. Bisher ist alles super, sowohl von den Auszahlungen als auch vom Kundenservice. Also, probier's doch mal aus. Ah ja, seit etwa einer Woche dabei und mit den Auszahlungen funktioniert es hervorragend. Gut, solche Tutorials sind aus meiner Sicht eh für den, naja, ihr wisst, was ich meine. Dennoch, meine zwei absoluten Favoriten möchte ich euch auf keinen Fall vorenthalten. Sie zählen zur Kategorie Schlimmer geht immer. Hi, ich bin Alex. Ja, also Mann, so unkompliziert. Ich liebe es. Bin seit Anfang an dabei gewesen, seit Robotics gestartet ist. Und ich kann nur sagen, ich bin voll überzeugt. Die Vorstellungen vom Team waren alle super. Und die Ein- und Auszahlung liefen auch alle einwandfrei. Und wenn ich mal eine Frage an Support hatte, kam super schnell eine Antwort. Also habe mich echt begeistert. Und Kevin vom Support, vom Affiliate-Programm, der war auch absolut top. Das ist einfach Wahnsinn. Ja, ich kann es euch nur empfehlen. Also bis bald. Ciao. Hi, my name is Maria and I love the concept of Robotics Online. I probably shouldn't, but I'm really excited for the upcoming sweepstakes. So wish me luck. Ja, was soll ich dazu sagen? Die sind so schlecht, da wird's mir schlecht. So, ja, ich wollte euch ja noch erzählen, wie ich oder wo ich das besagte Firmenvideo dann doch noch gefunden habe, und zwar auf dieser Seite. Denn wenn man hier unten drauf drückt, dann erscheint das gesuchte Filmchen und noch eine Reihe anderer, zum Beispiel hier. Macht einer Werbung, wir kaufen dein Auto.de. Ja, die Person kommt uns vertraut vor, richtig? Man findet ihn noch auf weiteren Seiten. Es handelt sich um Richard Wolff, seines Zeichens deutscher Schauspieler, uns bekannt in seiner Rolle als Michael Stark, CEO von Robotics
online. Nun, die Frage nach der Seriosität und Vertrauenswürdigkeit dürfte damit hinreichend beantwortet sein. Nun, mein Fazit, auch bei Robotics Online handelt es sich um eine typische Fake Company mit gefakten Identitäten, gefakten Firmensitz, gefakten Tutorials. Die Täuschung war von Anfang an offensichtlich. Umso mehr bin ich entsetzt, wenn ich mir die Beiträge einiger YouTuber ansehe, die Robotics Online vorgestellt haben, wie oberflächlich hier vorgegangen wird, dass lediglich Wiederkäuen der auf den jeweiligen Webseiten bereitgestellten Informationen reicht bei weitem nicht aus. Allen Investoren kann ich immer nur wieder nahelegen, ihrem gesunden Menschenverstand zu vertrauen und nicht irgendwelchen YouTubern, die ihre eigenen Interessen verfolgen, auf Kosten ihrer Community und scheinbar ohne Rücksicht auf Verluste. Hallo zusammen, schön, dass ihr bis hier noch mit dabei seid. Ja, ein weiteres Unternehmen hat sich uns offenbart. Noch läuft die Plattform und sammelt vermutlich eifrig weitere Gelder ein. Vielleicht wäre es jetzt an der Zeit, sich sein Guthaben ja so schnell wie möglich auszahlen zu lassen. Seien wir uns bewusst, das Ende ist näher als man denkt. Ich sage vielen Dank für euer Interesse, Dankeschön, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt. Bleibt gesund und bis zum nächsten Video.